Bei einem Besuch in Jalta auf der Krim haben AfD-Landtagsabgeordnete erklärt, die Halbinsel Krim sei nicht besetzt und sie forderten ein Ende der Sanktionen gegen Russland. Seit der Annexion der ukrainischen Krim durch Russland hat die EU Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Der Botschafter der Ukraine in Berlin protestierte gegen die Aussagen der AfD-Politiker. Der AfD-Abgeordnete Roger Beckkamp aus Köln erklärte, die Krim ist nicht von den Russen besetzt. Sie ist jetzt wieder Teil von Russland, weil die Leute Teil von Russland sein wollen. Die meisten, die wir getroffen haben, sind glücklich, wieder daheim in Russland zu sein. Das Problem sind die Sanktionen. Auch mehrere ostdeutsche Ministerpräsidenten hatten sich für das Ende der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Sie unterstrichen aber, dass die Annexion der Krim ein Bruch des Völkerrechts bleibe. In Jalta auf der Krim hatten Stalin, Churchill und Roosevelt 1945 die Aufteilung Deutschlands und Europas diskutiert.